Nein! Alter, wie kommt denn hier bitte ein Creeper rein? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Mind City. Hallo. Tigerfarm rennt hier auch noch irgendwo rum, glaube ich. Nee, ich bin gerade meinen. Ah, du bist weg. Cool. Gut. Wir sind hier in meinem Haus, wie ihr gestern vielleicht schon gesehen habt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut gerne mal rein. Unbedingt. Jo, wäre schön. Und ein Like da lassen und Abo, wenn es noch nicht gemacht wurde. Genau, das wäre optimal. So, und ich habe gesagt, ich möchte heute, wir haben hier gestern den Aufzug aktiviert, ich möchte heute noch einen Abzug bauen. Habe ich auch eine Schaufel? Ja, hab ich. Dieser Wortwitz. Ja, gell, fand ich auch gut. Ich hoffe mal, dass ich nirgends sterbe. Ach so. Wie viel Level hast du? 29. Ja, 25. Wäre mal wieder sehr geschickt von mir, wenn ich dabei sterbe, was ich hier mache. Weil man baut sich natürlich nicht straight nach unten. Varuna? Ja. Kennst schon die Regel, dass man sich in Minecraft nie gerade nach unten baut? Ich höre Lava, ich höre mal auf zu bauen. Alonation, kannst du Wasser von oben runter kippen? Na klar. Oh, das war eine. Nee, passt, kommt. Ich möchte nur mal kurz hoch. Ja, ich habe nur ich habe nur vielleicht hier was. Ganze Wohnung überschwemmt, aber. Was muss man denn machen, dass auf dem. Ach, das braucht auch wahrscheinlich komplette Wasserblöcke, yeah. Oder? Ja, genau. Ah, shit. Dann habe ich jetzt gerade ein Fell gelandet. Vor allem komme ich ja dann nicht mehr hoch. Doch, hochschwimmen kannst du noch. Das geht? Aber ja, langsamer, hoch. Oder? Nee. Wenn du Steuerung drückst, dann kannst du schneller. Okay. Warte mal. Hier. So. Wir befinden uns hier im Mind City Projekt. Das ist ein Multiplayer-Server, der 24/7 online ist. Und wenn ihr Bock habt mitzuspielen, dann gibt es hier eine kleine Info für euch. Nämlich, ihr könnt mitspielen. Und zwar unter folgenden Voraussetzungen. Warte mal, ich muss hier mal. Ich brauche mehr Cobblestone. genau, jetzt zeige ich erstmal die Voraussetzung. Sand habe ich und Kelp habe ich auch. Ihr müsst persönlich zu mir Kontakt aufnehmen. Meinen Kontakt findet ihr unterm Video. Da gibt es die Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken, mehr anzeigen. Dann könnt ihr dort mich auf Discord finden. Am besten einfach in den Discord-Server joinen. Der von mir ist. Ich muss doch noch ein bisschen sagen. Und euch persönlich bei mir vorstellen. Das kann ein bisschen dauern, bis ich mal zurückschreibe, aber normal ist es nicht so lange. Und außerdem, das geht nur zusammen. Ach, ich habe keinen Platz im Inventar. Außerdem würde ich gerne von euch haben, dass ihr mir eine Art Bewerbungsvideo schickt, in welchem ihr zeigt, wie gut ihr bauen könnt. Und das ist dann eigentlich schon alles. Und danach entscheide ich, seid ihr für dieses Projekt geeignet oder nicht. So, sonst noch Fragen? Dann schreibt es in die Kommentare und dann antworte ich drauf. Oder privat, genau. Oder einfach auf Discord instant melden. Das ist natürlich am besten. So. Meinen ist so spannend. Ja. Ich glaube, du lügst. Wenn du Ironie kennst, dann ja. Ich hab 13 Stacks glatter Stein. 13? Ja. So, warte mal, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich da nach unten Sand und Kelp platzieren. Ich habe vergessen, die Spitzhacke auszuwählen. In dem Chat baut sich schnell schlecht ab, das durch. Ist.
Wo soll ich das denn bauen? Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Wo sollst du was bauen? Die Arena? Ja. Uff, 1,5 Herzen. warte kurz, ich komme gleich mit. Dann haben wir hier nämlich den Aufzug und hier den Abzug. Und dann ist es schon ganz schick. So, ich hätte gerne noch ein paar Herzen, dann gehe ich nochmal runter. Ich hoffe mal, dass das Kelb reicht, was ich hier habe. Brauchst du das Sand, was du unten hast? Das was? Das Sand, ja, der Sand. Ich habe nur einen Sand. Das, also, da muss ich fahren gehen. Du weißt wo? Nicht in der Stadt. Ja, da. Also Varuna. Klar. So schlau. Nee, also zu Beginn habt ihr alle in der Stadt irgendwelche oder am Fluss alles abgebaut. Also so klar ist es euch anscheinend nicht. Ja, gut. Ja, hab gut. Ich gesagt? Hä? Hab ich gesagt? Wie hast du gesagt? Hab ich gesagt, dass ich das kann? Nein, habe ich nicht. Malanesh, nur geht es in die falsche Richtung. Wieso? Da hinten, wenn du da vorbeiläufst, dann kommt ein Meer, da kannst du mit dem Boot langfahren und dann kommt da so Wüsten. Nee, Quatsch. So Dings. Dinger kommen da. Ah, da kommen so Dingsdinger, okay. Ah, ja, jetzt habe ich alles verstanden. Oh, wie der Tigerfarm mich angelogen hat. Hä? Man kann da nicht hochschwimmen. Ja, klar. Nein, kann man nicht. Als ob. Hoch. Ja, wenn du mit Magma-Blöcken hier Ding gebaut hast. Nee, dann kannst du nur runterfallen. Ja. Und der sagt, man kann hochschwimmen. Wow. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier beim anderen Wasser... Ich glaube, das ist aber zu weit ein bisschen. Oh nee, jetzt sind überall... Wo ist denn... Wo kommt denn jetzt das Wasser raus? Wo ist mein Aufzug? Ey, wie der mich voll verarscht hat, ey. Mit Absicht? Ja, wahrscheinlich. Hey. Ja, mit Unabsicht oder wie? Ich dachte, du meinst beim Soulcent oder normal. Nee. Kann mir mal einer sagen, wo ich hoch muss? Oh, wie, hä? Ja, auf welcher Koordinate mein Aufzug steht? Das wäre ganz hilfreich. Ja. Ja. Da, ne? Ey, ihr seid gerade alle irgendwo anders, gell? Ja. Ich bin gerade nice. Ganz woanders. Naja, dann meine ich hier unten halt mal ein bisschen. Mache ich hier ein bisschen Platz. Hab ja ein bisschen Futter dabei, dann muss Malonation halt noch ein bisschen warten, bis er weiß, wo das... Oh, hier ist sogar Kohle. Ja, ich muss ja eh Sand farmen. Ja, dann habe ich hier schon wahrscheinlich die halbe Erde ausgehoben. Den Sand platzen wir mal dahin, den brauche ich gerade mit. Ich habe noch ein bisschen Holz dabei, das ist auch gut. Kann ist jemand packen. Lang gefahren mit ihm? Ja, da hinten bin ich auch schon ein paar Mal raus. Ja, hier liegen ganz viele Seerosenblätter im Wasser. Ja. Willst du ein paar haben? Ich habe noch ein paar. Ich habe gleich auch schon ein Stack. Lol. Ja, hier kriegst du unglaublich schnell Beobachter. Kann der irgendwas? Nee, der kann nichts aufnehmen, gell? Der Beobachter sieht... vor dem was sich ändert... Dann gibt er einen Redstone-Output. Ja. Ich meine nur, ob ich irgendwie mal eine Möglichkeit habe, mein Inventar zu leeren. Wenn ich den ja, hinstelle. Ja, die sind aber weg, die Items. Komplett. Was ein toller Hinweis. Vielen Dank dafür auch. Bitteschön. Vor allem in ein Projekt, was in Survival ist. Ja, er hat ja die Rechte. Konsolen-Command. Müsste doch trotzdem gehen. Du hast doch hier OP-Rechte, also kannst du auch hier ein Alien machen. Ich könnte ja mal kurz das bei Tigerfarm ausprobieren, oder nicht?
Nein. Oh. Wehe. Wehe, ich hab Dias dabei. Wehe. So, warte, jetzt bin ich doch wieder oben. Blub. So. Du hast Dias dabei? Mhm. Habe ich das richtig? Uiuiui. Wo bist du denn gerade so zufälligerweise? Ja, nicht bei dir, ne? Ja, das können wir ändern. TP, Tierfahr. Nein, Ob ich gerne. So. Okay, wir kommen hier runter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich noch. Ah, ich kann ja gucken. Ja, Minen gibt's ja einige, aber ob die jetzt gut sind, naja. So, ich bin hier bei 64.5, 308.5. Dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie hinkomme. Ich weiß gar nicht, wie viel Sand ich brauche. Ja, was baust du denn in welchem Radius? Das weiß ich auch noch nicht. 64.5. Hier. Da muss irgendwo das Wasser drüber sein. Aber irgendwie ist das ein bisschen weiter weg, wie ich gedacht habe. Ich kann mir nicht mal ein Crafting Table machen, ey. Lass es. Kein Holz, der Junge. Nein, zumindest nicht dabei. Oh, oh, oh. Ich hab gleich 3 Stacks. Sollte eigentlich lang. Eigentlich. Zur Not muss ich nochmal los. Wie tief habe ich mich denn gebuddelt mit diesem Daumenzug? Musst du wissen. Hier ist jetzt wieder das Richtige. Oh, kack, Schluck auf, Alter. Oh, geil, Schienen. Ha! Null. Dieser Noob. Ja, das passiert. Wir sind ja auch schon eine Weile hier. Geil, Alter. Nein! Nein! Dieser Noob. Ja, noch ein Noob. Immer diese Noobs, Null. Nein! Hä, warum ist mein Aufzug jetzt kaputt? Warum geht der jetzt nicht mehr? Nee. Aber ich habe mein Brot weggeschmissen. Warum geht mein Aufzug nicht mehr, wenn ich den doch mit Ding gebaut habe? Was wie? Oh, 28, 29 Level jetzt schon wieder auf 0 gesetzt, ey. Ich hab doch da mit Ding gebaut, mit Seetang. Wenn der unterste Block kein Wasser, kein voller Source-Block mehr ist, dann geht es nicht mehr, oder? Ja, wie? Aber das brauchst du gar nicht. Du kannst auch einfach einen Block. Ja, nein, der Soul Sand ist weg. Jetzt verstehe ich's. Weil der Soul Sand weg ist. Und der unterste Block kein Ding mehr ist. Okay. Den Magna-Block brauchst du eigentlich auch gar nicht. Du kannst auch genauso einfach nur Wasser da, ein Block Wasser machen. Das hat den gleichen Effekt. Ach komm schon, die Mine ist schon wieder zu Ende. Das war eine kleine Mine. Was kann ich da machen? Ach so, dass ich ganz unten nur ein Wasser hinsetzen. Ja. Ja. Hallo, ich würde gerne überleben. I wanna be survive. Oder I wanna survive, irgendwie so. Irgendwas davon stimmt schon. Oder auch nicht, und dann ist mir auch egal. So, warte mal, ich mach hier noch eins tiefer. Du bist Kacklava. So, und dann so. Und dann haben wir jetzt, kommt hier der Soul Sand hin, und dann fehlt aber hier noch das. Wenn ich jetzt hier hin, weg, runterfalle, ne? Du warst schon tot. So. Jetzt machen wir das so. Ach, das geht ja nicht. Mensch. Brauche ich wieder den Sandblock. So. Und dann machen wir das wieder so. Nein! Alter, wie kommt denn hier bitte ein Creeper rein?
Alter, in meinem Aufzug war ein Creeper. Wie geht das? Ahnung. Ich hab auch keinen Plan. Ach, fuck, ey. Das ist natürlich jetzt... Ich hätte fast mein Enchantment-Table kaputt gemacht. Oh. Nee, der kann nicht von Explosion kaputt gehen. Der ist aus Obsidian. Der ist trotzdem assi, ey. Meine Bücher sind am Arsch. Wie, der war in meinem Aufzug. Wie kann der da reinkommen? Das kann ich dir so nicht sagen. Ich auch nicht. Okay, warum kann ich den jetzt da nicht platzieren? Achso, das ist falsch. So. Ach Mensch, meine schöne Wand. So, dann gehe ich. Ah, vielleicht ist der hier rausgekommen. Hier ist, kann sein, dass hier zu dunkel ist. Unten, wo die Kelpfarm ist. Kann sein. Ja, ne. Und hier mal ein bisschen Licht. Ach, hier geht die Mine noch weiter, lol. So. Und hier noch ein bisschen Licht und da noch ein bisschen Licht und da auch. Okay. Hat mein Downzug hat funktioniert. Gerne, das habe ich wieder abgebaut. Okay. Ich gehe jetzt kurz noch den... Musstest du mich jetzt nerven hier? Ich aktiviere jetzt noch kurz den Aufzug. Und dann sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Dein Namensschild. Ich habe auch schon zwei Name-Tags. Ich habe jetzt drei, glaube ich. Oder zwei habe ich jetzt insgesamt. So und so. Und dann blubbert's hier gleich. Aber ich muss noch Schilder machen. Aber das mache ich das nächste Mal. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst das Abo und das Like nicht. Und das Abo und das Like. Okay. Ja. Am besten alles. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Intersect on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing like night into
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Finally see you now.